Willkommen bei Hour of Power. Ich heiße Frank Handrich und bin der Geschäftsführer von Hour of Power in Deutschland. Weitere Informationen zu Hour of Power erhalten Sie durch unseren kostenlosen Freundesbrief Power for Life und über unsere Homepage www.hourofpower.de. Nutzen Sie diese Chance, mit uns in Kontakt zu kommen oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und nun wünsche ich Ihnen viel Ermutigung durch die Predigt von Bobby Schuller. Willkommen Ihnen allen. Ich hoffe, Sie haben heute Spaß. Falls Sie uns am Fernseher zusehen, sollen Sie wissen, wir bei Hour of Power sind eine Bewegung, deren Ziel es ist, jeden Tag neue Leute zu diesem Fest einzuladen. Wir leben jeden Augenblick in der Welt des Vaters und möchten, dass Sie sich uns anschließen. Wir hier bei Hour of Power mögen Menschen. Egal, was sie gerade durchmachen, sie sollen wissen, dass hier ein sicherer Ort ist, wo sie mitten in ihren Herausforderungen ein glücklicher und heiler Schüler Jesu werden können. Liebe Fernsehzuschauer, kommen Sie gerne zu uns und feiern Sie mit uns. Wir freuen uns immer wieder, Teil Ihrer geistlichen Familie zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam aufstehen und unser Bekenntnis sprechen. Halten Sie Ihre Hände bitte so vor sich. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Amen, das ist wahr. Wir sind in dieser schönen Zeit vor Weihnachten, Advent. Advent ist die Zeit, in der man auf etwas wartet. Eine Zeit, in der wir erkennen, dass wir Menschen alle in dieser eigenartigen Wartehaltung sind und manchmal nicht genau wissen, worauf wir eigentlich warten. Advent bedeutet Ankunft. Es heißt, das, worauf Sie gewartet haben, kommt. Und so ist der Advent für uns eine Zeit, in der wir innerlich Hoffnung aufbauen. Jesus wird zum Symbol für alles, worauf wir hoffen, und ist es tatsächlich selbst. Und während wir in den äußeren Umständen, die wir haben, leben, Krankheit oder Armut oder eben andere Herausforderungen, mitten in all dem dienen wir einem Gott, der in die Dunkelheit hereinbricht. Vor ein paar Wochen haben wir von Tolkien das neue Wort Eukatastrophe gelernt. Das heißt, in der letzten Sekunde, der letzten Stunde neigt Gott irgendwie dazu, durchzubrechen und das Wunder zu tun, das wir nötig haben. Advent ist die Zeit, in der unsere Seele lernt, den Rhythmus und den Geist der Hoffnung zu atmen. Ich predige über vier Verheißungen in den Adventsgottesdiensten. Und heute geht es um die dritte Verheißung. Das dritte Versprechen lautet: Gott wird dich in deine Bestimmung führen. Gott wird dich in deine Bestimmung führen. Heute möchte ich darüber reden, dass wir uns nur zu oft auf unsere Berufung fokussieren und nicht auf den Charakter. Wenn wir auf unseren Charakter achten, fokussiert Gott sich auf unsere Berufung. Viele Menschen empfinden diese über ihnen hängende Furcht, dass sie am Ende sagen müssen: Ich habe mit meinem Leben nichts angefangen, das wirklich Bedeutung hatte. Fast jeder lebt mit dieser täglichen Furcht, dass ihr Leben bedeutungslos ist und sie etwas Spektakuläres unternehmen müssten. Das ist eine große Herausforderung. Und es scheint, je wohlhabender alle werden, umso existenzieller wird dieses Thema für uns. Deshalb möchte ich mit diesem Statement anfangen. Im Reich Gottes zählt Ihr Leben, egal was Sie erreichen. Darf ich das so sagen? Egal was Sie schaffen, egal, welche Trophäen Ihr Regal schmücken, was Sie auch bei Ihrer Abschiedsfeier in die Rente sagen oder sogar auf dem Sterbebett, egal, was Sie erreicht haben, Ihr Leben zählt. Ihr Leben zählt, weil Gott Sie liebt. Und das sind gute Nachrichten. Nur zu oft meinen wir, wir müssten uns etwas verdienen, damit unser Leben einen Wert hat.
Viele von uns haben Angst, ihr Leben zählt nicht. Aber das tut es. Es ist immer wertvoll. Es gibt diese moderne Ansicht, tue etwas Großes mit deinem Leben. Und das sollten sie auch. Sie sollten mit ihrem Leben etwas Großartiges anfangen. Aber wenn sie das tun, wird ihr Leben dadurch keinen Deut wertvoller. The Denial of Death, die Überwindung der Todesfurcht, ist ein herrliches Buch von Ernest Becker. Ernest Becker hatte eine Idee. Er war Psychologe und Philosoph. Sein Buch gewann den Pulitzerpreis. Seine Idee war, dass die Menschheit besessen davon ist, Symbole und Geschichten zu erfinden, um sich selbst unsterblich zu machen. Oder zumindest so zu scheinen. Unter der Oberfläche jedes menschlichen Lebens läge eine Bedrohung, wie er es nannte. Eine ständige Furcht davor, eines Tages zu sterben. Die Angst zu sterben. Und dass viele Zivilisationen um ein Gefühl der Unsterblichkeit herum aufgebaut wären. Auch wenn ich sterbe, wird mein Name weiterleben. Oder mein Tod wird einen Sinn haben. Er nannte diese menschliche Lebensreise das Heldenprojekt. Er behauptete, wir alle haben ein kleines Heldenprojekt am Laufen und verleihen unserem Leben damit Bedeutung. Er sagt weiter, das eigentliche Problem daran ist, dass wir uns damit ablenken und die Tatsache verleugnen, dass wir eines Tages wirklich sterben. Ein bisschen finster, oder? Es wird besser, versprochen. Er glaubte, dass viel, wenn nicht die meisten pathologischen Probleme in dieser tiefen Bedrohung, dieser Angst vor dem Tod wurzelt, die jeder Mensch empfindet. Er stützte sich auf Kierkegaard und meinte, man kann nur in dem Moment gesund sein, wo man sein Heldenprojekt verlässt und den Glauben annimmt. Den Glauben nämlich, dass ich nach diesem Leben weiterlebe. Das ist die einzige Hoffnung, die Heilung verspricht. Das Ironische an diesem Buch ist, dass Ernest Becker selbst Jude war, aber er war Agnostiker und so klagt er am Ende des Buches, aber ich habe diesen Glauben nicht. Ich glaube, in unserer modernen Welt versucht die Wissenschaft, die Aufgabe der Sinnstiftung zu übernehmen. Das gelingt ihr aber nicht gut. Im Grunde genommen sagte er, ich glaube nicht, dass sie das Ziel erreichen werden, Bedeutung in das Leben von Menschen zu bringen, die nicht an das Leben nach diesem Leben glauben. Und so endet es irgendwie. Übrigens als Randbemerkung, es gibt einen Briefwechsel zwischen einem Jugendpastor und Ernest Becker, an dessen Ende er sich irgendwie zum orthodoxen Judentum bekehrt. Ich weiß nicht, ob er orthodox war, aber er kam dazu, sich auf seine jüdischen Wurzeln zu besinnen und hatte so, als er starb, einen Glauben. Und damit möchte ich anfangen. Ich glaube, viele Christen, die die Wahrheit des Himmels vergessen und die Unsterblichkeit der Seele, die Wahrheit, dass egal was man leistet, das Leben bedeutungsvoll ist, enden in dieser Falle des Heldenprojekts. Viele von uns glauben nicht wirklich an Gott, an den Himmel. Viele wollen nicht etwas Großes vollbringen für andere, zum Nutzen der Welt, sondern um ihr eigenes Heldenprojekt voranzutreiben. Wir lenken uns von der ständigen Bedrohung durch den Tod ab. Ich möchte Ihnen zurufen, das ist nicht die Rolle, die Christen spielen. Christen sollten nicht ihr eigenes Heldenprojekt haben. Wir sollten Großes leisten und ganz sicher Helden sein, aber nicht für uns selbst und nicht um ein Symbol unserer Unsterblichkeit aufzubauen. Wir wissen, dass es einen Himmel gibt. Wir wissen, Gott ist treu. Wir wissen, er ist unser Vater und wird seine Kinder nie verlassen, genauso wie kein Vater seine Kinder verlassen würde. Amen. Je mehr Sie diese Wahrheit verinnerlichen, dass Sie eine unsterbliche Seele haben und eine ewige Bestimmung in Gottes Universum, wie Dallas Willard es sagte, umso weniger werden Sie sich darum kümmern, ständig etwas Spektakuläres und Fantastisches leisten zu müssen. Das ist eine große Sorge, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, dass sehr viele sich Sorgen machen, dass sie sterben und ihr Leben bedeutungslos war. Und ich denke an die guten Leute in der Vergangenheit, die den Herrn kannten und ganz einfach gelebt haben.
Bauern, die ihr ganzes Leben dieselbe Arbeit gemacht haben, aber sie hielten sich treu an das Evangelium, sie kannten Jesus, sie liebten den Herrn. Hatte ihr Leben Bedeutung? Aber natürlich. Jedes Leben zählt. Und wissen Sie was? Nicht jeder von uns wird ein Julius Caesar oder Brad Pitt oder der Präsident von Amerika, okay? Es gibt nur eine Handvoll Menschen in der Geschichte, die das erreichen. Und im Reich Gottes sind sie die Kleinsten. Das lehrt uns Jesus. Wenn du der Größte sein willst, werde ein Diener. Werde demütig und du wirst wie Jesus. Und an dem Tag, an dem sie in den Himmel kommen, erschließt sich auch der Sinn dieser Worte. Deshalb möchte ich Ihnen einfach sagen, machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Leben hat Bedeutung, nicht durch das, was Sie tun. Ihr Leben hat Bedeutung, weil Sie ein Mensch sind, der von Gott geliebt wird. Sie werden geschätzt. Lassen Sie uns das einfach anerkennen, okay? Ich will Ihnen das jetzt nicht einbläuen, aber ich sage eines. Als ich gerade mit Haven gesungen habe, glauben Sie, ich liebe Haven mehr, weil sie mit mir gesungen hat? Liebt irgendwer seine Kinder mehr, weil sie tolle Sachen gemacht haben? Nein, sie sind stolz auf sie, das ist großartig, aber sie lieben sie nicht mehr. Absolut nicht. Gott schätzt oder liebt sie nicht mehr wegen ihrer Trophäen. Reden wir über Berufung, okay? Wir alle haben eine Berufung. Und ich möchte nur vier Dinge sagen, bevor ich in den Text gehe. Vier Gedanken zur Berufung. Erstens, wir alle haben mehr als nur eine Berufung. Jeder hat mehr als eine Berufung. Wir meinen immer, es gäbe diese eine große Sache für uns im Leben zu erreichen. Ich soll einen Roman schreiben, einen Bestseller. Ich soll Senator in Kalifornien werden. Man kommt auf all diese Ideen darüber, was jemand in der Grabrede über einen sagt oder was auch immer. Ich will nur sagen, Sie haben viele Berufungen im Leben. Einmal ruft Gott uns zum einen, dann zum anderen. Denken Sie an Jesus. Wir denken immer, Jesus hätte eine Berufung gehabt, aber sein Dienst begann nicht, bis er 30 war. Jesus war als Kind ein treuer Schüler. Dann war er ein gläubiger Zimmermann. Er baute Dinge und arbeitete immer mit anderen zusammen. Und in dieser Zeit hat Gott ihn auf seine nächste Berufung vorbereitet, die ein Rabbi zu sein. Und selbst da, sehen Sie mal auf Jesus, er hatte 12 Jünger. Er kommt aus einem abgelegenen Teil des Römischen Reiches, den niemand wirklich interessiert hat. Er war nicht einmal aus Jerusalem, er kam von den nördlichen Randgebieten. Aber das war seine Berufung und Gott gebrauchte all das, um auf gewaltige Weise die ganze Welt zu verändern. Sie haben also nie nur eine Berufung. Zweitens, jede Berufung endet irgendwann. Das ist vielleicht das Traurigste für viele von uns. Wenn wir tun, wozu Gott uns berufen hat, sagen wir, dafür bin ich geschaffen. Und plötzlich hört es auf. Wir werden gekündigt, werden verletzt oder krank oder geschieden. Oder es geschieht etwas Unvorhergesehenes und wir denken, aber das war doch meine Berufung. Wie konnte Gott das zulassen? Aber jede Berufung hat ein Ende. Egal, wo Sie im Leben stehen, Sie sind in einer Jahreszeit. Und die Jahreszeiten kommen und gehen. Das sollte Ihnen Hoffnung machen, weil wenn Sie gerade in einer Art Zwischenstufe sind, hat Gott eine weitere Berufung für Sie. Drittens, das habe ich schon gesagt, Ihre Berufung ist nicht Ihre Identität. Sehen Sie, ich bin jetzt Pastor, das ist meine Berufung, aber vielleicht bin ich irgendwann kein Pastor mehr. Das ist nicht meine Identität. Wenn das, was wir beruflich machen, ein Teil unserer Identität wird, dann landet unsere Seele in einer Achterbahn, weil wir das Gefühl dafür, wer wir wirklich sind, in dem Augenblick verlieren, wo das von uns genommen wird. Dadurch wird unser Leben gespalten, wenn wir versuchen, eine neue Identität zu finden. Das Einzige, was sich nie im Leben verändern wird, ist, dass Sie geliebt werden. Gott liebt Sie und er wird nie damit aufhören. Daran können Sie nichts ändern. Das ist die Konstante. Wenn Ihr Leben in dieser Wahrheit verwurzelt ist, werden Sie tiefen Frieden und Freude empfinden bei allem, was Sie tun. Amen? Der vierte Punkt ist, das müssen Sie unbedingt hören. Wenn Sie am Leben sind, haben Sie eine Berufung. Wenn Sie am Leben sind, haben Sie eine Berufung. Das will ich Ihnen einfach sagen. Sie haben Ihre Berufung nicht versäumt. Sie sagen vielleicht, du verstehst nicht, ich habe noch eine Woche zu leben.
Sie haben ihre Berufung nicht versäumt. Du verstehst nicht, ich habe eine Scheidung hinter mir. Sie haben ihre Berufung nicht verpasst. Sie haben ihre Berufung nicht versäumt. Sie haben in diesem Augenblick eine Berufung. Gott beruft sie, etwas zu tun. Es kommt nicht darauf an, wie alt sie sind, krank, arm, ungebildet oder jung. Sie haben eine Berufung. Wissen Sie, es gibt nichts Inspirierenderes als Menschen, die am Ende sind und weiter nach Weisheit, Wachstum und Gottes Bestem für andere streben. Dennis Prager erzählte, dass er immer wieder ein Hospiz besuchte und sagte, es gibt nichts Inspirierenderes als diese Menschen, die im Sterben liegen und einander ermutigen, Briefe schreiben oder da saßen und Zeitung lasen. Menschen, die es liebten, zu lernen. Das waren, glaube ich, Menschen, die eine so große Liebe zum Wissen hatten, dass sie, obwohl sie wussten, dass ihnen nur noch ein Tag bleibt, ihn dafür gebrauchten. Wenn sie am Leben sind, dann hat das einen Grund. Wenn sie leben, haben sie eine Berufung, und das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre war Man lernt nie aus. Darin spielt Robert De Niro einen Mann, der in Ruhestand geht. Er war im Berufsleben wirklich gut, und der Film fängt an, als er in Ruhestand geht. Er sagt, ich habe alles gemacht. Ich habe Chinesischunterricht genommen, ich hatte Rendezvous, ich habe Golf gespielt, ich habe Yoga gemacht, Swingdance, und jetzt langweile ich mich zu Tode. Und schließlich geht dieser Mann in seine Firma zurück als Praktikant, am unteren Ende der Karriereleiter. Der Clou an der Geschichte ist, dass er später die Geschäftsführerin der Firma coacht. Er wird in dieser Geschichte gebraucht. Er ist ganz unten, als Diener. Aber ihm wird klar, dass er nicht am Ende ist. Für viele von ihnen ist das so. Sie sind in Rente und fühlen sich vielleicht auch zu Tode gelangweilt. Vielleicht versuchen sie, mehr Spaß zu haben, mehr zu reisen, und das ist auch großartig. Aber ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie im Ruhestand sind, Sie haben immer noch eine Berufung. Und auch wenn es großartig ist, Spaß mit den Enkeln zu haben und so weiter, sind Sie jetzt am Höhepunkt Ihres Lebens, was Wissen angeht. Sie wissen heute mehr als je zuvor. Sie sind in der perfekten Position, um von Gott phänomenal gebraucht zu werden. Egal wie alt sie sind, sie haben eine Berufung. Ich erinnere mich noch an diesen einen Mann, der in der Nähe unserer Universität wohnte. Er sah die Studenten und meinte, jeder hat eine Bestimmung. Er ging los und gründete ein Gebetsteam. Er fing an, Gebetsanliegen der Studenten zu sammeln, die von überall auf der Welt dort landeten, und nahm sie mit. Und dann setzten sich diese Heiligen an den Tisch und beteten mit Macht jeden Tag und sprengten geistliche Ketten im Leben anderer. Und das, obwohl sie nicht einmal das Zimmer verlassen konnten. Gott gebrauchte sie, geistliche Ketten zu sprengen. Sie glaubten, und ich glaube auch, dass egal wer sie sind, wenn sie leben, haben sie eine Berufung. Glauben Sie das? Glauben Sie? Jetzt fragen Sie, was ist meine Berufung? Ich sage darauf, keine Ahnung. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Aber Gott weiß es, und er wird sie Ihnen zeigen, wenn Sie zuhören. Aber eines will ich sagen, sorgen Sie sich deshalb nicht. Machen Sie sich wegen Ihrer Berufung keine Sorgen. Kümmern Sie sich um Ihren Charakter. Wenn Sie für Ihren Charakter sorgen, kümmert Gott sich um Ihre Berufung. Wenn Sie daran arbeiten, Jesus ähnlicher zu werden, werden sich so viele Gelegenheiten für Sie auftun, dass Sie sie mit dem Stock vertreiben müssen. Tatsächlich ist die größte Herausforderung für Menschen, die an ihrem Charakter gearbeitet haben, um wie Jesus zu werden, all den Leuten Nein zu sagen, die Hilfe von ihnen wollen. Wenn Sie Jesus ähnlicher werden, werden Sie automatisch zum Heiler, überall, wo Sie hinkommen. Die Leute wollen dann mehr von Ihnen, und Sie müssen üben, Grenzen zu setzen. Sie werden nicht mehr fragen, Gott, was ist meine Berufung? Sie werden denken, hör auf, mich zu so vielen Dingen zu berufen. Ich muss Nein sagen. Wenn Sie sich um Ihren Charakter kümmern, kümmert sich Gott um Ihre Berufung. Vergessen Sie Ihre Berufung, sorgen Sie sich nicht darum. Kümmern Sie sich darum, was für ein Mensch Sie sein wollen. Und Gott wird Sie auf die nächste Jahreszeit in Ihrem Leben vorbereiten. Amen. Das entnehme ich dieser Geschichte. Jetzt komme ich endlich zur Bibel und auch zum Ende der Predigt. Es gibt diese schöne Adventsgeschichte, in der Gott den Weg für Jesus bahnt. Sie handelt von dem alten Priester Zacharias. Zacharias ist ein alter Mann und seine Frau Elisabeth ist auch alt. Er hat schon immer in diesem Tempel gearbeitet. Es gab vielleicht 1000 Priester in diesem Tempel und sie haben sich immer abgewechselt.
Und wie jeden Tag werfen die Teams das Los und einer aus der Gruppe darf den Weihrauch anzünden. Wenn ein Priester Glück hat, kann er vielleicht alle 40 Jahre, also einmal im Leben, das Weihrauchopfer bringen. Und hier ist Zacharias. Die Lose werden geworfen und es fällt auf ihn. Die einmalige Gelegenheit seines Lebens. Tausende Menschen sehen ihm zu, wie er die Stufen zum Allerheiligsten des Tempels hochsteigt. Dort entzündet er den Weihrauch vor dem Herrn. Und als er hineingeht, stellen Sie sich das mal vor. Zacharias, die einzige Gelegenheit seines Lebens. Was für ein Erlebnis, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Jetzt bin ich ein alter Mann. Ich habe tausende Priester gesehen, wie sie es gemacht haben. Jetzt endlich bin ich dran. Als er hochsteigt, kann er die Leute hören, wie sie singen und beten, wie ein Brüllen. Das ist ein wirklich intensiver geistlicher Moment. Ich kann mir nichts vorstellen, wo ich mehr erwarten würde, dass Gott etwas tut. Er tritt ein und natürlich steht ein Engel da und wartet auf ihn. Er sagt, Zacharias, ich habe eine Botschaft für dich. Du wirst einen Sohn haben und sein Name wird Johannes sein. Das ist übrigens die Vorhersage von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war der Mann, der vor Jesus kam und ihm den Weg bereitet hat. Eine enorm wichtige Figur in der ganzen Geschichte des Evangeliums und von Jesus. Der Engel sagt zu Zacharias, du wirst einen Sohn haben und ihn Johannes nennen. Und Zacharias sagt, er ist dieser alte jüdische Mann. Er sagt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich bin schon sehr alt. Und meine Frau ist auch schon recht alt, weißt du? Wenn ich die Geschichte lese, fällt mir ein komischer Aspekt auf. Ich interpretiere das hinein, aber ich glaube, das ist eine Charaktersache bei Zacharias. Es heißt, dass Zacharias und Elisabeth gerechte Menschen waren. Sie waren gut in Gottes Augen und taten, was recht war. Aber man liest da auch etwas Zweifel. Diese Antwort von Zacharias ist voller Zweifel. Ich finde, wenn man erlebt, wie das Los für die einmalige Gelegenheit im Leben fällt, einer von tausend und ich bin der, der in den Tempel darf, und wenn dann, als ich eintrete, ein Engel da steht und der Engel sagt etwas zu mir und ich antworte mit, nö, ich weiß nicht, das kommt mir unwahrscheinlich vor. Keine Ahnung. Das klingt für mich wie ein Charakterproblem. Und ich denke, das dichte ich in den Text hinein, aber ich schätze, sein Charakterproblem ist Zynismus. Ich glaube, er ist ein Zyniker. Er ist ein alter Mann. Er ist vielleicht enttäuscht und wünschte sich einmal ein Kind und hat den Wunsch aufgegeben. Und wie geht die Geschichte weiter? Der Engel macht ihn stumm. Er macht ihn stumm, bis sein Sohn geboren ist. Das Erste, was er sagen kann, ist, er soll Johannes heißen. Der Grund, warum ich mit dieser Geschichte ende, ist folgender. Gott hat sich tatsächlich um Zacharias Charakter gekümmert, seinen Zynismus, damit der sich um seine Berufung kümmern konnte. All das, um deutlich zu machen, Freunde, kümmert euch um euren Charakter und Gott wird euch in eure Berufung bringen. Schauen Sie sich die Gewohnheiten Ihres Lebens an, die kleinen Dinge, und widmen Sie Ihr Leben dem, mehr wie Jesus zu werden. Ein Mensch, der die Bergpredigt lebt. Tun Sie alles, was Sie können, um zu leben und mehr wie Jesus zu sein. Und Gott bringt Sie in Ihre Berufung. Hören Sie auf, sich darum Sorgen zu machen. Sorgen Sie sich nicht um Ihre Berufung. Kümmern Sie sich um Ihren Charakter. Damit komme ich zum Ende. Sie kennen dieses Zitat bestimmt schon. Ein Zitat von Dallas Willard zum Schluss. Ein Gebet. Herr, gib mir bitte nicht mehr Erfolg, als mein Charakter verträgt. Wenn es Ihnen schwerfällt, das zu beten, Glückwunsch, Sie sind ein menschliches Wesen. Das fällt jedem schwer zu beten, aber je härter es für Sie ist, umso mehr müssen Sie Ihren Fokus auf Ihren Charakter und umso weniger auf Ihren Erfolg richten. Wenn Sie Ihren Fokus auf Ihren Charakter legen, wird Gott Sie in Ihre Bestimmung führen. Keine Sorge, Gott wird Sie dahin bringen und es wird gut. Wenn Sie auf den Namen Jesus vertrauen, sieht Ihre Zukunft immer rosig aus. Selbst wenn Ihre Gegenwart dunkel scheint, wenn Sie auf den Namen Jesus Christus vertrauen, der Ketten sprengt, werden Sie Ihre Bestimmung erreichen. Versprochen. Machen Sie sich keine Sorgen. Fokussieren Sie sich auf Ihren Charakter. Werden Sie mehr wie Jesus und Gott wird Sie dorthin bringen, wo Sie sein sollen. Amen. Lassen Sie uns beten. Herr, wir bitten dich im Namen Jesu, dass du uns unsere Schuld vergibst und uns erneuerst. Mach uns Jesus ähnlicher. Vater, bitte erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Hilf uns zu begreifen, dass dies hier deine Welt ist und gib uns Glauben, dass wir uns unter keinen Umständen sorgen müssen. Du willst, dass wir Großes vollbringen
Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen und Sinne vorbereitest auf das Große, das kommen wird, dass wir den Charakter haben, auszuhalten und deine Pläne zu erfüllen. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Und verpassen Sie nächste Woche nicht die nächste Predigt von Bobby Schuller. Bis bald und Gottes Segen für Ihre Woche.